vorbeischweben, einen kurzen Blick rauswerfen, dann können sie meistens schon grob sagen, über welchen Kontinent sie sind, ob das jetzt über Asien ist, ob das über Afrika, über der Sahara oder über den Süden von Afrika ist, ob das über Südamerika, Peru, Chile ist. Das ist auch etwas, was natürlich zu sehen ist. Hier Waldbrände, das war im Südosten von Australien. Hier sehen Sie mal, wie weit sich diese Rauchwolken erstrecken. Wir hatten, als wir damals oben waren, waren Waldbrände in Alaska. Und diese Rauchschwaden, die waren bis über den Atlantik in der Atmosphäre zu erkennen. Hier sehen Sie eine Aufnahme von Südamerika. Leider hat sich da ein bisschen das im Glas, in den Bullauge gespiegelt. Aber da sehen Sie mal, da wird Brandrodung gemacht. Und das ist auch so ein Eindruck, den man dort oben gewinnt, wenn man über den Regenwald, über Brasilien fliegt. Man sieht diese riesigen Schneisen, die in den Regenwald geschlagen werden. Ich muss gestehen, wenn man das so hier in der Zeitung liest oder mal im